Es ist noch nicht lange her, da gingen die Märkte davon aus, dass wir 7 Zinssenkungen in den USA im Jahr 2024 sehen werden. Also mit der März-Sitzung der Fed, dann bei jeder Sitzung Senkung, 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 weil doch die Inflation so stark nach unten kommt und die Wirtschaft gleichzeitig wundersam, aber sehr gut bleibt. Passt nicht zusammen, hat eigentlich von Anfang an nicht so wirklich logischen Sinn gemacht. Jetzt sehen wir, dass die Wirtschaft relativ heiß ist nach wie vor, zumindest wenn wir den offiziellen Daten aus den USA glauben wollen. Auf der anderen Seite aber die Inflation jetzt wieder heißer wird. Die Inflation ist zurück, das haben die heutigen US-Erzeugerpreise einmal mehr gezeigt. Im Sommer 2023, da war der Tiefpunkt. Seitdem ist der Trend, der Disinflationstrend beendet. Und das ist auch nicht wirklich ein Zufall, denn die Fed selbst hat maßgeblich dafür gesorgt, dass diese Inflation wieder anzieht, indem man den Märkten suggeriert hat, ja, wir sprechen ja über Zinssenkungen, das haben die Märkte natürlich sehr wörtlich genommen, haben diese Zinssenkungen schon vorab mal bepreist, obwohl sie gar nicht stattgefunden haben. Ich kann mich erinnern, schon in 2022 waren die ersten Rallyes wegen Zinssenkungen. Wir wissen, die sind bis heute nicht passiert, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Und so jagt man weiter hinter diesen Kaninchen Zinssenkungen her, kommt aber nicht. Und was passiert, wenn die Märkte irgendwann realisieren, dass vielleicht gar keine Zinssenkung kommt oder sehr viel weniger, als sie erwarten? Da bin ich gespannt, was dann passiert. Denn bisher kann man mit dieser KI-Euphorie dieses Problem noch weitgehend kaschieren. Aber die Frage ist, wie lange das noch gut geht. Schauen wir uns die Dinge mal an. Die heutigen US-Erzeugerpreise deutlich höher, 0,3 zum Vormonat. Vor allem in der Kernrate 0,5. Erwartet 0,1. Das ist bei Inflationszahlen oder bei Erzeugerpreisen schon eine sehr saftige Abweichung. Final Demand 0,9 und Kernrate 2,0 zum Vorjahresmonat statt 1,6 erwartet. Also alles sehr, sehr deutlich über den Erwartungen. Reflektiert ein Stück weit das, was wir schon bei den Inflationsdaten am Dienstag gesehen haben, also den CPI-Daten, deutlich höher als erwartet. Und wo ist diese Inflation? Wir sehen, dass ja langsam wieder auch die Güterinflation anzieht. Also das Gewerbe wieder inflationäre Tendenzen zeigt, aber nach wie vor ist eben der Dienstleistungssektor extrem stark. Hier sehen wir Services als der Faktor schlechthin, der hier die ganze Geschichte nach oben getrieben hat. Energie war noch ein Bremsfaktor noch. Auch das dürfte sich ändern, weil die Benzinpreise in den USA wieder steigen. Und hier sehen wir mal diese Core Producer Prices, also die Kernrate 0,5. Das ist der größte Anstieg seit Juli 2023. Das ist schon ein richtiges Pfund. Ein Faktor übrigens sind die Aktienmärkte selbst, denn weil alle unbedingt bei diesen Aktienmärkten jetzt rein wollen, können es sich Broker, Vermögensverwalter und der Portfoliomanager und so weiter erlauben, eben die Gebühren wieder zu erhöhen. So sind die Kosten um 5% gestiegen, alleine im Januar. Das war ein Faktor, dass wir hier zumindest ein kleiner Teil dessen, dass hier die Erzeugerpreise deutlich höher waren als erwartet. Und jetzt ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed im März die Zinsen senken wird, gegen Null. Die Wahrscheinlichkeit, dass das im Mai passieren wird, die lag bei knapp 100% noch Anfang Februar, also das ist so 2 Wochen her, um und bei. Jetzt ist die Wahrscheinlichkeit auf 20% gefallen. Und wir haben diese Supercore-Inflation, also Dienstleistung ex Housing. Wir haben hohe Importpreise und so weiter und so weiter. Also von allen Fronten sehen wir, dass die Preiskomponenten wieder deutlich anziehen. Deswegen hat Barkin von der Fed heute gesagt, ja, also die Inflationszahlen zeigen schon, warum wir die Zinsen jetzt noch nicht senken wollen. Und das hat natürlich Konsequenzen. Je länger die Zinsen hoch sind, umso mehr werden sie dann wirklich auch ein Belastungsfaktor. Das merken wir jetzt etwa bei den Credit Card Accounts, die delinquent sind, also mehr als 90 Tage nicht bedient werden. Hier sehen wir, das geht schon relativ deutlich nach oben und das ist natürlich auch ein Problem für diesen Gewerbeimmobiliensektor. Hier hatte ja die Deutsche Pfandbrief gesagt, das ist die größte Immobilienkrise seit der Finanzkrise, die wir hier erleben. Die Aktie der Deutschen Pfandbriefbank, die da ja gut investiert ist, die ist im freien Fall. Gestern dann hat der größte Gewerbeimmobilieninvestor und gesagt, ja, also die Krise ist jetzt vorbei, ne? Also wir erklären mal, die Krise sei vorbei. Barr von der Finanzaufsicht der Fed, der dafür zuständig ist, hat jedoch heute gesagt, wir beobachten das sehr genau,
auch jetzt mögliche Downgrades von Banken aufgrund dieser Risiken. Also ein bisschen widersprüchlich, was hier gesagt wird. Aber klar ist, Zinsen haben eine Wirkung und je länger die Zinsen hoch sind, umso stärker wird diese Wirkung dann auch durchschlagen. Und dass die Inflation wieder anzieht, ist mit auch die Schuld der Fed. Hier sehen wir links, ich hatte das heute Morgen schon auch als Titel gebracht, dass die Fed durchaus da eine tragende Rolle spielt. Wir sehen hier diese Reverse Repos. Volumina gehen deutlich zurück. Mit anderen Worten, da wird Liquidität freigesetzt von der Fed, womit dann institutionelle Player am Markt vor allem Staatsanleihen kaufen, um die Renditen nicht allzu stark steigen zu lassen, darf man vermuten. Und dadurch gelangt wieder mehr Liquidität ins System und dadurch kann man diese KI-Euphorie, die wir derzeit sehen, natürlich auch finanzieren und begründen und umsetzen. Und hier sehen wir mal unten in dieser Grafik, warum wir wahrscheinlich mindestens bis Mitte 2024 immer wieder mit der Inflation zu tun haben werden, nämlich aufgrund der Lockerung der Financial Conditions. Wir sehen den Wendepunkt im Jahr 2023. Die Financial Conditions haben sich maßgeblich gelockert und normalerweise folgt die Inflation, folgt CPI, folgt also der Teuerung dann mit 1 bis 2 Quartalen Abstand eben dieser Lockerung der Financial Conditions. Warum? Lockerung der Finanzkonditionen bedeutet Nachfrage. Nachfrage trifft auf ein bestimmtes Angebot. Wenn viel Nachfrage da ist, dann kann sich der Anbieter eben sagen, ja gut, dann erhöhe ich mal die Preise, weil ihr wollt ja unbedingt rein. Das ist wie bei den Aktienmärkten und bei den Gebühren, wie wir bei den Brokern und Vermögensverwaltern gesehen haben. Aber die Märkte sagen sich ja gut, wenn also die Inflationsraten niedriger sind, kaufen wir Aktien, weil die Fed wird die Zinsen senken. Wenn die Daten sind wie erwartet, okay, wir kaufen Zinsen, weil wir kaufen Aktien, weil praktisch ja das Soft Landing garantiert ist. Wenn die Inflationsdaten höher sind, dann kaufen wir trotzdem Aktien, weil der Technologiesektor ist ja alles, was man braucht. Egal was mit den Zinsen passiert, dieses Narrativ wird aber nicht mehr allzu lange funktionieren. Schauen wir mal, wann das begonnen hat. Das war ja mit ChatGPT. November 22, soweit ich das erinnere, kam das ja sozusagen an die Öffentlichkeit. Hier sehen wir dann den Story Count AI. Booms, massiv nach oben gegangen, dann ging es wieder nach unten und jetzt in letzter Zeit, in den letzten Tagen haben wir wieder diesen massiven Hype, diesen Story Count, der nach oben geht. Aber gucken wir jetzt uns mal an, was bei den Unternehmen eigentlich passiert. Der ChatGPT mentions in the latest earnings calls. Also wie oft wurde ChatGPT erwähnt in Earnings Calls? Absolut rückläufig diese Zahl, spielt also scheinbar für die Unternehmen keine große Rolle in Sachen, naja, wir werden komplett unser Geschäft verändern, denn sonst würden die das ja wahrscheinlich erwähnen. Auch in den Filings, also diesen Bekanntgaben von Zahlen, sehen wir, dass ChatGPT praktisch kaum eine Rolle mehr spielt. Der Hype ist da schon längst vorbei. Wer nicht eine kostenpflichtige Version hat, wird festgestellt haben, dass das immer schlechter wird, weil eben die OpenAI die Serverkapazitäten eingeschränkt hat und OpenAI ist das Stichwort für Mr. Altman, der zwischenzeitlicher Geschäftschef von OpenAI, der will 7 Billionen Dollar jetzt sammeln und damit man ganz, ganz viele Chipfabriken bauen kann. Wir sehen aber, dass vielleicht das so ist wie in der Corona-Krise, damals zu wenig Container, beziehungsweise dann im Gefolge der Corona-Krise, als die Lockdowns beendet waren, wahnsinniger Stau von Bestellungen, zu wenig Container, alle gesagt, super, jetzt bauen wir Container ohne Ende und dann hast du natürlich viel zu viel davon, dann wirst du einen Preisverfall sehen bei den Containern, das ist passiert, bis die Houthis auf die gute Idee gekommen sind, da im Roten Meer ein bisschen zu zündeln und so wird das mit den KI-Chips auch sein, dass wir sehr bald dann sozusagen von einem gefühlten Mangel, weil der Hype so da ist, zu einem absoluten Überangebot kommen werden. Deswegen halte ich natürlich für sehr sinnvoll, was hier das Analysehaus Loop Capital gesagt hat, nämlich Kursziel für Nvidia 1200 Dollar, das wären 64% um und bei oder 63 oder 65, egal. Da wir nicht nur glauben, dass es wesentliche Aufwärtsentwicklung gegenüber den Prognosen der Börse geben wird, sondern auch, dass wir am Anfang einer 3- bis 5-jährigen GPU Compute and Gen AI Fundamental Build
befinden, KI, gelb, ein paar schöne Stichworte hier reinschmeißen. Und wir sehen heute Wells Fargo, Wedbush, Barclays, Oppenheimer, alle nochmal. Wir erhöhen das Kursziel für Nvidia vor den Zahlen am Mittwoch, am Montag, ja Feiertag in den USA, dran denken. Hier sehen wir, Nvidia ist schon zwei Standardabweichungen über seinem ohnehin schon overextended Trend, also schon seinem praktisch steroiden Trend, könnte man sagen, auch heute die Aktie wieder im Plus. Gestern zum Beispiel, ja, wieder auch totaler Wahnsinn. Nvidia hat ja die wunderbare Strategie, selber Firmen zu gründen oder Firmen zu unterstützen, die wiederum dann die Nvidia-Chips kaufen. Hier gestern sind massive Kurssprünge passiert bei Soundhood, bei Nano X, bei Simple, also alle, die irgendwie irgendwas mit Nvidia-Chips zu tun haben, da sind dann alle reingesprungen. Die Manie is firmly in an irrational exuberance phase, wie hier CNBC richtigerweise schreibt, aber es geht auch andersrum. Wir sehen dann aus dem Tech-Sektor heute Supermicrocomputer, gestern ja massiv gestiegen, heute dagegen mal fallend. RSI zwischenzeitlich bei Eröffnung bei 99, neuer Allzeitrekord. Das muss man erstmal schaffen. Wahrscheinlich wird es so enden wie bei GameStop. Da haben auch alle gesagt, boah, the sky is not the limit. Wir sehen dann heute andere Tech-Werte, Dropbox, DoorDash, Roku, die unter Druck sind. Aber heute natürlich viel Erklärung für die Marktbewegungen durch den Verfall. 2,4 Billionen verfallen. Ich hatte es heute Morgen schon gesagt, da werden die Dealer ihr Gamma abbauen und wichtig ist hier die Marke von 5000 beim S&P 500, denn die ist ja durchaus in Reichweite, wenngleich dann wir heute sogar diese Marke unterschritten hatten im S&P 500 kurzfristig nach Eröffnung. Ich bin relativ sicher, dass diese Optionsverkäufer, also die Dealer, die diese Optionen an den Mann bringen, damit etwas zu tun haben. Die wollten unbedingt, dass das passiert. Wir sehen ja diese Manie auch in den Optionen, also die Klumpenrisiken nehmen zu. ETFs müssen oder ETFs sorgen dafür, dass die Big Tech Names immer weiter gekauft werden. Dann springen jetzt noch vor allem auch Privatanleger, aber auch institutionelle Anleger mit diesen Optionen oben drauf. Hier sehen wir die Nachfrage auf einem Zweijahreshoch. Das Volumen steigt und steigt und steigt. Das geht so lange gut, bis es nicht mehr gut geht. Irgendwann kommt eine Situation, wo die Dealer, wo die Market Maker sich dann nach unten absichern müssen und dann das entsprechende Underlying verkaufen. Und dann könnte es eine schwierige Situation geben. In einer schwierigen Situation ist auch der Roberto, der zwar heute verkündet hat, einen wegweisenden Beschluss für die energieintensive Industrie. Faktisch heißt das, man verteilt also jetzt Subventionen, die andere bezahlen, statt dass man vielleicht auf die Idee gekommen wäre, in den Zeiten einer Energiekrise nicht Energiequellen abzuschalten. Und so ist jetzt bekannt geworden, wie es hier heißt, es sei nicht auszuschließen, dass Deutschland wieder in eine Energiekrise schlittere, da ja die Kernkraftwerke nicht mehr im Netz seien, trugen die Beamten, also die Beamten von Habecks Ministerium vor. Deshalb dürfe kein Wort der internen Beratungen nach außen dringen. Und da musste sogar der Richter lachen. Cicero hatte ja die Freigabe der entsprechenden Dokumente erzwungen, gerichtlich. Eine Niederlage für Robert Habeck. Aber jetzt machen wir es dann halt wieder über Subventionen, gell? Das ist diese wunderbare Segnung der freien Marktwirtschaft, du schaltest irgendwas ab, dann hast du Mangel, dann subventionierst du den Mangel. Das hat die DDR auch sehr erfolgreich gemacht. Insgesamt aber sehen wir, und das ist nochmal hier die Rückkehr zur Zinsfrage, dass aufgrund der Hoffnungen sinkender Zinsen jetzt die Märkte, die Kreditrisiken immer geringer bepreisen. Das heißt, die Ausfallwahrscheinlichkeit wird als gering gesehen, weswegen die Prämien relativ gering sind. Und das, wo Japan in der Rezession ist, UK in der Rezession, Deutschland so oder so in der Rezession, Frankreich stagniert, China schwach ist, also vielleicht auch die Amerikaner irgendwann ein Problem bekommen. Was passiert dann mit Kreditrisiken? Das wird die große Frage sein, meine Damen und Herren. Und die EZB ringt mit sich, Schnabel und Lagarde und Nagel sagen, nee, nichts Zinssenkungen, Löhne steigen, wir müssen vorsichtig sein. Die Südländer, die Tauben werden jetzt immer lauter und sagen, wir müssen die Zinsen senken.
Ich vermute, dass Lagarde sich durchsetzen wird mit Unterstützung der Deutschen, der Holländer und der Österreicher. Apropos EZB, da gibt es einen Herrn, der für die Bankenaufsicht zuständig ist, unter anderem Alderson, der den Banken vorschreiben will, wie sie grüne Investitionsentscheidungen treffen müssen. Und jetzt gibt es einen hochinteressanten Bericht. Wenn du nicht grün bist, sagt dieser aus der Führungsetage, dann bist du hier unerwünscht. Man wolle nicht die Arbeit auf sich nehmen, die Leute umzuprogrammieren. Wer also nicht sozusagen grünes Gedankengut in sich trägt, und der hat bei der EZB nichts verloren. Das ist sozusagen das Symptom für den Abstieg einer Notenbank hin zu einer Bank, die sich für den Klimawandel zuständig fühlt, was eine massive Mandatsüberschreitung ist, die über Umwege dann irgendwie begründet wird. Hochinteressanter Artikel, meine Damen und Herren. Kann man fast nicht glauben. Erste Empfehlung. Und die zweite Empfehlung ist nochmal diese Kreditrisiken trotz Insolvenzen, die deutlich ansteigen in Deutschland im Januar, plus 26%, Rezession. Aber wir haben Hoffnung, weil ja die Zinsen sinken. Deswegen, was passiert, wenn die Zinsen nicht sinken? Dann haben wir ganz andere Themen. Also diese beiden Empfehlungen. Und jetzt empfehle ich Ihnen ein schönes Wochenende und sage Servus und Ciao.